Hallo Menschen, mit leichter Verspätung kommt heute der Lesemonat Mai. Gestattet mir aber bitte ganz kurz zwei Vorbemerkungen. Punkt Nummer eins, ich habe ja im Mai jetzt auch nicht direkt wenig gelesen. Es steht ja im Titel, wie viel, ich weiß es jetzt noch gar nicht. Aber ich hatte im Mai das erste Mal seit jemals eine Leseflaute, glaube ich. Also sonst nehme ich wenigstens abends, selbst wenn der Tag stressig war, irgendwie nochmal ein Buch in die Hand und lese zwei, drei Seiten. Und im Mai gab es halt jetzt wirklich mehrere Tage, an denen ich gar nicht las, aber jetzt auch nicht behaupten könnte, dass ich irgendwie eine andere Faszination gehabt hätte, dass ich irgendwie eine neue Netflix-Serie entdeckt habe oder in Abständen spiele ich auch mal was oder dass ich einfach unglaublich wenig Zeit hatte, sondern ich habe einfach nicht gelesen und aber eigentlich auch nicht wirklich was anderes gemacht. Und es ist jetzt natürlich auch nicht super schlimm, aber für jemanden wie mich irgendwie doch komisch, ne? Also ich bin Buchhändlerin, ich bin Booktuberin, Lesen ist eigentlich mein Haupthobby und dann halt wirklich mehrere Tage zu haben, an denen man ein Buch nicht mal in die Hand nimmt. Wie gesagt, ist nicht der Untergang der Welt, aber mal gucken, wie sich das entwickelt, weil im Juni habe ich zwar doch wieder ein bisschen mehr gelesen, im Juli sieht es aber aktuell auch eher mau aus. Mal schauen, ja, was da noch so passiert mit mir in den Büchern. Und die zweite Vorbemerkung, das hatte ich schon mal in so einem kleinen Community-Post geteilt, aber das wird, glaube ich, nicht allen angezeigt. Mein Computer fährt nicht mehr hoch und ich kann zwar dieses Video jetzt zum Beispiel am Laptop meines Partners bearbeiten, aber ich kann ja auch nicht, also wir sind nicht immer zusammen, ich habe den Laptop nicht immer. Das heißt, es kann sein, dass die Videos, bis ich einen neuen Computer und Laptop habe, ein bisschen unregelmäßiger sind. Ich werde heute zum Beispiel gleich drei am Stück drehen, mal schauen. Aber das führte auch dazu, ich mache ja manchmal, wenn ich mir Bücher nur aus der Bibliothek ausleihe, da mache ich mir Fotos von den Zitaten, die ich euch dann vorlesen werde. Und die habe ich dummerweise schon auf den Computer übertragen. Ich dachte, das ist eigentlich sehr vorbildlich, dass ich das schon alles ordentlich in die Ordner packe. Aber naja, jetzt sind sie halt weg. Und gerade bei dem ersten Buch zum Beispiel, was ich euch vorstelle, da hätte ich sehr, sehr gern zitiert. Denn es handelt sich um eine Gedichtsammlung, Zone, von John Sauter. Das hatte mir eine Freundin empfohlen, die es tatsächlich auch nicht selber gelesen hatte. Aber also entweder war es ein Fernsehbeitrag oder halt online irgendwie ein Beitrag. Und sie fand, dass es interessant und nach etwas von mir für mich klang. Und da hat sie tatsächlich auch ganz gut meinen Nerv getroffen. Hier geht es viel um das Aufwachsen in der Provinz, beziehungsweise auch so ein bisschen die Frage nach Heimat. Der Autor ist in Sachsen groß geworden, dementsprechend kommen in den Texten irgendwie auch oft so ein bisschen so Schutthalden und Tristesse vor, aber natürlich auch Freundschaft und so unlyrisch, dass es jetzt gerade klingt, aber so ein bisschen so dieses gemeinsame Abgammeln, das hat er durchaus auch sehr gut gemacht. Und oder, also es wird nicht jetzt direkt genannt, aber es könnte auch so diese mögliche Liebe als eine Art Hoffnungsschimmer eben inmitten dieser Fabrikruinen, das kam auch immer mal wieder vor. Gleichzeitig geht es aber auch um rassistische Erfahrungen, also zum Beispiel die Angst beim Zugfahren vor gewissen Mitreisenden, um Mikroaggressionen und ja, verschiedenes in diese Richtung. Und ich würde wirklich, wirklich gerne etwas zitieren, weil ich es vielleicht nicht geliebt, aber doch sehr gemocht habe. Da gab es ein paar gute, eben so vor allem eindringliche Beschreibungen. Und wenn ich mich recht erinnere, dann war die Sprache halt sehr direkt, jetzt nicht unbedingt blumig, aber dafür sehr, sehr treffend. Und ich werde euch wenigstens mal den Link zu einem Artikel bei Deutschlandfunk Kultur mitteilen. Ich weiß gar nicht, ob das das ist, was die Freundin gesehen hatte, aber auf jeden Fall gibt es dort wenigstens ein paar Zitate. Das sind leider nicht die, die ich euch vorlesen wollte, aber dann kriegt er wenigstens ein kleines Gefühl so für seine Sprache und seinen Ausdruck. So, über das nächste Comic habe ich inzwischen auch schon mehrmals geredet. Ich las im Mai nämlich Band 1 und 2 von Heartstopper und dafür gibt es ja so ein extra Video, in dem ich über verschiedene eher bekannte Comics spreche und tatsächlich habe ich ja im Juni inzwischen auch schon Heartstopper 3 und 4 gelesen und auch darüber spreche ich in dem Queer-Led Readathon. Für diejenigen, die es wirklich gar nicht mitgekriegt haben, es ist eine schwule Liebesgeschichte mit jugendlichen Protagonisten und drumherum, aber die Freunde spielen auch so eine kleine Rolle und es ist was Schönes, Warmes fürs Herz, aber ich bin jetzt auch nicht die größte Freundin des Zeichenstils und alle anderen Details gibt es dann in den anderen Videos. So, dann las ich Gegenwartsbewältigung von Max Jolek. Ich wollte ja nochmal ein Buch des Autors ordentlich lesen und nicht nur hören, um euch eben zum Beispiel auch mal ein paar Zitate zu geben. In dem Fall geht es tatsächlich, weil da habe ich mir Screenshots gemacht, weil ich es als E-Book gelesen habe. Und ich kann erstmal sagen, dass ich das Buch mochte. Ich glaube, es kann vielleicht schon auf manche irgendwie provokant wirken, weil eben auch das hier kein total trockenes Sachbuch ist. Also er nennt schon auch Fakten und er zitiert ordentlich, aber es ist trotzdem irgendwo
eine Meinungsschrift, könnte man auch hier sagen. Also er ist zum Beispiel manchmal auch sehr ironisch oder hat dann irgendwie so einen beißenden Kommentar am Rande, nur damit ihr euch wisst, auf welche Art Buch ihr euch einlassen müsst. Und ich muss zugeben, es fällt mir ein bisschen schwer, mich kurz zu fassen. Ich gebe jetzt einfach erstmal ein paar seiner Thesen wieder, damit ihr wisst, ja, worum es geht. Im Kern ist es ein Manifest für radikale Vielfalt. Er widerspricht also solchen Behauptungen, dass eine Gesellschaft zum Beispiel nur durch auch kulturelle, hierarchische Ordnungen aufrechterhalten werden kann, wobei eben die Leitkultur in unserem Fall natürlich immer die deutsche sein soll. Es gibt seiner Meinung nach keinen Beweis dafür, dass eben Homogenität auch eine Voraussetzung oder die einzige oder die Hauptvoraussetzung für eine funktionierende Demokratie ist. Ganz im Gegenteil, seiner Meinung nach wird quasi die aktuelle diverse und durchaus demokratische Gesellschaft eher, also durch die deutsche Vergangenheit bzw. die Nichtaufarbeitung dessen bedroht. Ich lese euch mal ein Zitat vor. Nun genügt rudimentäres Allgemeinwissen, um zu ahnen, dass sich die Geschichte der deutschen Kultur nicht ohne weiteres als Vorbild für gesellschaftliches Zusammenleben in der Gegenwart eignet. Denn mit dieser Geschichte ist es ein bisschen wie mit deutschen Talkshows. Hier und da ein paar gute Momente, aber insgesamt blickt man in einen klaffenden Abgrund. Bei einer solch massiven Erdspalte reicht es nicht aus, lediglich die Nazi-Zeit zu überbrücken, denn im Archiv der deutschen Kultur stört ständig irgendetwas, das ausgelagert, individualisiert oder verharmlost werden muss. Völkischer Nationalismus in romantischen Texten? Ach, den zeitlichen Umständen geschuldet. Antisemitismus bei Richard Wagner? Ein Einzelfall. Misogynie und Rassismus bei Immanuel Kant? Darum geht es doch gar nicht. Und er bringt vor allem viele historische Zitate, also zumindest auch so in der ersten Hälfte des Buches wahrscheinlich. Und ich glaube, es geht ihm wirklich auch stark darum, die deutsche Geschichte so darzustellen, wie sie wirklich war. Also dass man eben nicht behaupten kann, ja okay, das waren wirklich nur diese paar Jahre Nazi-Diktatur, sondern dass das halt wirklich schon eine ganze Weile in Deutschland schief lief, vor allem was Antisemitismus betrifft. Er versucht das alles intersektional zu halten, aber er konzentriert sich immer ein bisschen stärker darauf, weil er selbst eben Jude ist. Dabei kritisiert er eben auch heutzutage so eine gewisse, auch politische Nostalgie, wenn manchmal PolitikerInnen so argumentieren, die eben von einer aktuellen Krisenwahrnehmung aus einen historischen Bezugspunkt dann verklärt und irgendwie etwas heraufbeschwört, was es eigentlich so nie gab. Nimmt auch noch ein paar Gedanken aus dem ersten Buch, Desintegriert euch, mit auf. Das heißt, es fallen hier auch nochmal die Begriffe Integrationstheater oder Wiedergutwerdung der Deutschen, was er allerdings kritisiert. Und ist unter anderem der Meinung, dass auch diese ganzen öffentlichen Erinnerungsrituale oft nur als Ersatzhandlungen dienen, die eben dann das individuelle Vergessen erleichtern sollen. Dazu auch nochmal ein zweites und letztes Zitat. Die Dethematisierung persönlicher oder familiärer Verstrickung kommt dem neuen Nationalismus entgegen, weil sie die Abwehr von Erinnerungen erleichtert. Wir lassen uns nicht weiter ein schlechtes Gewissen einreden. Und dann malst du dir die Fahne auf die Wange und schaltest bei der nächsten Nazi-Doku kopfschüttelnd weiter, weil immer geht's um den Holocaust. Und was hat das schon mit dir zu tun? Die öffentliche Inszenierung kollektiver Verantwortung für den Nationalsozialismus und seine Verbrechen hat die Verdrängung biografischer Bezüge zu dieser Geschichte völlig normalisiert. Das spielt der AfD in die Hände, die mühelos an die weit verbreitete Haltung anknüpfen kann, dass man keinen persönlichen Bezug zu dieser Geschichte hat und sich darum auch nicht ewig 12 Vogelschiss kleine Jahre vorwerfen lassen müsse. Er geht auch nochmal darauf ein, dass zu dieser Inszenierung zum Beispiel gehört, dass sich jetzt Begriffe ausgedacht werden wie christlich-jüdisches Abendland, was es so eigentlich auch nicht gibt, und betont, dass sich bitte auch heutzutage Minderheiten nicht gegeneinander ausspielen lassen sollen. Ne? Also aktuell ist so ein bisschen der Tenor, die guten Juden und die bösen Araber, und dann hauen gerne auch CDU-Politiker vor allem solche Sachen raus wie, ja, in der muslimischen Kultur, da ist Antisemitismus ja gang und gäbe, aber hier in Deutschland natürlich nicht. Und er will, glaube ich, auch darauf hinaus, dass solche Aussagen kein Zeichen für die wirkliche Anerkennung der einen Gruppe, also der Juden, ist, sondern im Gegenteil, es ist eigentlich nur ein Zeichen dafür, dass hier immer noch Ausschluss und Rassismus herrschen,
Jetzt halt nur in eine andere Richtung, in Richtung Muslime und oder Araber. Und ich nehme hier bewusst auch nur die männliche Form, denn so wird ja auch oft argumentiert, die schlimmen männlichen Muslime oder so. Und das zeigt eigentlich nur nochmal auf, wie willkürlich das ist und wie schnell das auch wechseln kann. Ne? Also, dass man jetzt das eine irgendwie so hochhält und sagt, okay, wir haben aus unserer Geschichte gelernt und wir sind ein judenfreundliches Land oder so. Und dass das aber auch wieder total schnell kippen kann. Ja, und es kommen ganz viele Debatten in dem Buch vor. Ich versuche jetzt mal ein bisschen kürzer zu fassen und reiße die Themen nur mal oder nenne die Themen nur, damit ihr wisst, was in dem Buch steckt. Er geht darauf ein, wenn immer so ein Aufschrei kommt, dass plötzlich alles Zensur sei und man ja nichts mehr sagen dürfe und gecancelt würde. Er geht auf die unterschiedliche Wahrnehmung von links und rechts ein, auf die NSU-Morde, auf den Verfassungsschutz, auf die Entwicklung der Neonazi-Szene seit den 80er Jahren. Auch auf den Einfluss der Wiedervereinigung auf das deutsche Selbstverständnis und was das wiederum mit schwarzen Deutschen oder zum Beispiel VertragsarbeiterInnen gemacht hat. Außerdem auch Probleme so innerhalb der linken Szene, die sich oft an weiße Deutsche richtet und so weiter und so fort. Wirklich viele, viele Themen. Das Ganze ist ja auch 2020 im Sommer erschienen und da geht anfangs noch ein bisschen auf die Corona-Maßnahmen ein. Und ich dachte erst so, boah, okay, schon wieder dieses Thema. Aber ich muss zugeben, dass ich die Fragen dann doch mochte, die er aufwirft. Nämlich so ein bisschen, also wer ist mit wem solidarisch? Wer wird geschützt? Wer wird eventuell auch vergessen? Und vor allem, also für wen werden all diese Anstrengungen unternommen? Und im Umkehrschluss, warum war es in der Vergangenheit für andere Dinge, vielleicht auch für andere Personengruppen eben, nicht möglich. Und das war eigentlich ganz gut. So, trotzdem muss ich sagen, ich habe das Gefühl, wenn jemand eben anderer Meinung ist, wird ihn dieses Buch vermutlich nicht überzeugen. Wenn jemand wie ich eh schon derselben Meinung ist, dann werden wir vielleicht noch sowas sagen wie, ja, das hat er aber gut zusammengefasst, so hat er interessante Zitate gebracht, aber ja, mehr auch nicht. Und ich glaube, es gibt halt bei solchen Büchern immer nur eine kleine Zielgruppe, die vielleicht noch keine feste Meinung hatte oder zum ersten Mal von diesen Dingen hört und sich eben jetzt von den Argumenten überzeugen lässt. Aber ich glaube, das ist halt bei fast allen gesellschaftlichen Themen und Büchern nun mal so. Aber also ich unterstütze dann eben gerne die Menschen, die für dieselben Werte eintreten, die mir wichtig sind. Ob das Buch jetzt direkt etwas bewegt bei anderen, ist dann halt die nächste Frage. Ich mochte es, aber ich bin eigentlich auch schon mit denselben Meinungen zu diesen Themen ins Buch reingegangen. Danach las ich auf Arbeit Glücksumwege, 15 Lebensgeschichten vom Neuanfang in den Bergen. Ich hatte dieses Cover gesehen und mir gedacht, oh mein Gott, das ist doch mein Buch. Da sind Berge drauf, da ist ein Berner Sennenhund drauf und wie der Untertitel sagt, es geht darum, auf dem Land neu anzufangen. Ich weiß gar nicht, ob ich hier auf dem Hauptkanal viel drüber rede, aber ich will es nämlich eigentlich ganz gerne auch. Ich weiß noch nicht so richtig, wie ich das finanziere, wie ich dann arbeiten soll und so weiter und so fort. Deswegen habe ich gedacht, mein Buch. Fangen wir mit dem Positiven kurz an. Es sind wirklich richtig schöne, stimmungsvolle Fotos drin. Die, da kann ich überhaupt nicht meckern, die sind ganz, ganz toll. Allerdings muss ich zugeben, dass die Texte also erstens doch sehr gleich sind und zweitens auch eher, also nur solide geschrieben und meiner Meinung nach gehen sie nicht wirklich in die Tiefe. Also die Formulierungen wiederholen sich auch alle. Es sind immer saftig grüne Wiesen, kristallklare Bäche und ein wunderschöner blauer Himmel und natürlich ein Mensch, der, Zitat, Zufriedenheit ausstrahlt. Das hat man ganz, ganz oft hier drin. Und das ist ja auch, das ist ja super schön für diese Menschen, aber so nach der vierten Geschichte im selben Ton fragte ich mich doch irgendwie so ein bisschen, gibt es nicht vielleicht auch mal ein bisschen Kritik? Hat hier keiner irgendwie mal noch was anderes dazu beizutragen, außer dass jetzt alles ganz, ganz toll ist? Und das geht auch fließend über in das Nächste, was, das ist auch keine Kritik am Buch und auch nicht an den Menschen, weil die ja die können ihr Leben leben, wie sie wollen, aber es waren wirklich dann doch einige dabei, die zum Beispiel eben glauben, dass ein Engel sie durch den Tag geleitet und diesen Engel zum Beispiel auch jeden Morgen begrüßen. Oder eben die glauben, okay, man muss seine Wünsche nur vokalisieren und dann schenkt einem das Universum die Menschen an die Seite, die einen dabei unterstützen. Oder die eben von Homöopathie und Globuli reden. Und das ist einfach, also es ist nicht so meine Herangehensweise an die Welt. Und ich hatte vielleicht gehofft, dass ich aus diesem Buch noch ein bisschen mehr
für mich mit rausnehmen kann. Ne? Also ich sage das jetzt einfach nur dazu, damit ihr wisst, worauf ihr euch einstellen müsst. Wenn ihr einfach nur Geschichten von unterschiedlichen Leuten lesen wollt, die eben auf dem Land leben, okay, dann ist das Buch das Richtige für euch. Wenn ihr aber gerne wissen wollt, wie könnte ich denn zum Beispiel auch dort anfangen, dann seid ihr eher an der falschen Stelle. Das sind auch oft so ganz schwammige Formulierungen wie, dann habe ich die Reißleine gezogen, dann habe ich mein Leben umgekrempelt. Ne? Und die Ratschläge klingen alle sehr nach, folge deinem Herzen. Und also ich hätte zumindest gerne ein paar Fakten gehabt. Ich weiß auch nicht, bin ich die Einzige, die halt auch gerne über Geld spricht, wenn man von solchen Lebenswegen erzählt. Ich möchte gerne wissen, wie viel hattet ihr auf dem Konto, als ihr diesen Schritt gegangen seid? Wie viel hat dieses Haus gekostet? Ab wann hat der Hof zum Beispiel schwarze Zahlen geschrieben? Also ich will da nicht nur so wischiwaschi, sondern ich möchte gerne wissen, wie die Menschen das halt wirklich gemacht haben. Und also der nächste Aspekt ist, das heißt natürlich nicht, dass die super einfache Leben haben, aber relativ viele übernehmen dann eben doch zum Beispiel den Hof von ihren Eltern. Oder einer war halt vorher international tätiger Banker. Und ich meine, klar, das hat ihn offensichtlich auch nicht glücklich gemacht, aber der hat dann trotzdem schon mal ganz andere finanzielle Voraussetzungen, um einen alten Hof zu restaurieren. Und das ist ja vollkommen okay, dass eben diese Menschen andere Voraussetzungen haben als ich zum Beispiel. Aber man kriegt halt wirklich null irgendwie eine praktische Anleitung. Also oder natürlich muss jeder seinen eigenen Weg gehen, aber ich hätte gern halt doch noch ein paar mehr Fakten gehabt. Ich muss auch sagen, dass mir die am besten gefielen, die mir persönlich halt ein bisschen bodenständiger vorkamen. Um ein Beispiel zu nennen, da ist so ein Ranger, sagt man ja heutzutage, in den Dolomiten. Und das ist halt so ein total, das ist ein solider Bursche. Und ich glaube, das war, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber es war der einzige Text, wo mal einer auch ein bisschen sagt, ja, ich bin nicht mit allem zufrieden. Da ließe sich manches noch verbessern. Während halt alle anderen irgendwie doch eher in die Kategorie, hui, alles ist schön, aus Rückschlägen kann man lernen, gehen. Und ja, insofern war das nicht ganz das Buch, was ich hoffte, was es ist. Ich wollte ein bisschen mehr für mich mitnehmen, aber ja, als irgendwie Bildband, Kurzvorstellung von verschiedenen Leuten auf dem Land schon auch okay. So, das nächste können wir kurz machen. Ich weiß zwar noch nicht, in welcher Reihenfolge ich die Videos hochlade, aber entweder ist das Video zu Olga Tokarczuk schon online oder es ist das nächste, was kommt. Und ich habe im Mai dafür eben noch Gesang der Fledermäuse gelesen. Ein Buch, was mich leider nicht komplett überzeugen konnte. Dabei hatte ich erwartet, dass ich das sehr, sehr gut finden würde aufgrund der Themen, weil es geht so ein bisschen um Tierrecht und wir haben eine alte Protagonistin, die in so einem abgelegenen Ort wohnt. Das spricht mich eigentlich beides sehr, sehr an, aber ich war dann mit der Ausführung doch nicht so zufrieden. Alle anderen Details gibt es in dem anderen Video. Danach lade ich noch den zweiten Teil von Bound. Das ist ein Fantasy-Boys-Love-Manga und ich hätte es etwas näher zum ersten Teil lesen sollen. Also der zweite Teil kam jetzt erst raus, aber ich habe gemerkt, dass ich zwar unsere zwei Protagonisten noch kannte, aber viel drumherum auch nicht mehr. Also ich habe mich dann mal gefragt, so, wer war das gleich nochmal? Müsste mir der und der Name jetzt etwas sagen? Aber ja, das ist natürlich ein Problem meines Gehirns und jetzt nicht unbedingt dieses Buches. Ich bin trotzdem vor allem weiterhin Fan der Zeichnungen. Die sind zwar ein bisschen anders als in klassischen Manga, also ist übrigens auch die deutsche Leserichtung, aber ich mag die Farbgebung, das ist eher immer so sehr also gesetzt und dann hat man aber Rot als Signalfarbe. Und inhaltlich sind unsere zwei Protagonisten in diesem Band getrennt voneinander und es gibt eher Konflikte mit anderen drumherum. Ja, und ehrlich gesagt, viel mehr lässt sich jetzt auch gar nicht sagen. Ich würde jetzt einfach erstmal abwarten, wie sie es entwickelt und gebe euch dann, falls die Reihe irgendwann ein Ende hat, ein Fazit, ob es sich meiner Meinung nach lohnt. Dann las ich noch so eine Art Bildband, nämlich Gekommen, um zu bleiben. Das ist ein ähnliches Thema wie bei Glücksumwege, eben nur mit der Konzentration auf Frauen. Und die haben eben alle entweder auf dem Land neu angefangen oder irgendetwas dort übernommen. Um jetzt mal ein paar Beispiele zu nennen, wir haben eine Teemanufakteure dabei, eine ist Pilzanbauerin, eine, die kunstvolle Möbel herstellt, da ist auch eine junge Frau dabei, die bei so einer Art Projekt in einem Coworking Space eben auf dem Land mitgemacht hat und dann aber auch dort bleiben wollte und so weiter und so fort. Wirklich sehr viele unterschiedliche Richtungen. Dieses Buch hat mir ein bisschen mehr gefallen als das andere. Hier werden nämlich zum Beispiel auch welche vorgestellt, wo direkt dort steht,
wir haben so und so viele 1.000 Euro als Zuschuss gekriegt, weil das Bundesland gerne wollte, dass eben in die Region investiert wird. Oder es ist ein Paar dabei, was eben erstmal nicht in ihrem Traumjob arbeiten konnte, bis die sich dann so ganz allmählich ihr eigenes Geschäft aufgebaut haben und sich langsam vergrößerten. Und damit kann ich irgendwie ein bisschen mehr anfangen. Trotzdem sind auch hier einige Geschichten dabei, die ja sehr, sehr weit weg von meiner Lebensrealität sind. Also überhaupt der Fakt zum Beispiel, dass jemand ein Wochenendhaus besitzt. Ne, die meisten Menschen können sich nicht mal ein Haus bauen und die haben eine Gründerzeitvilla in einer deutschen Großstadt, ich weiß jetzt gerade nicht mehr welche, und ein Wochenendhaus. Und weil ihnen dann Freunde gesagt haben, dass sie das so schön eingerichtet haben, kaufen sie sich, ich will nichts Falsches sagen, mindestens noch eins mehr, ich dachte es vielleicht sogar noch zwei, und vermieten die dann. Und bei solchen Sachen würde ich halt doch irgendwie gerne wissen, ist das normal? Haben sie das mit ihrem normalen Gehalt sich leisten können? Oder haben die reich geerbt? Oder zum Beispiel auch diese Gründerzeitvilla. Also was arbeitet man, um sich sowas leisten zu können? Und ja, da komme ich wieder drauf zurück, es ist ja nun mal ein Sachbuch, da hätte ich gerne doch auch hier noch ein paar mehr Fakten gehabt und ich will dann nicht nur hören, ich bin meinen Träumen gefolgt. Und also ich weiß nicht, ob ich da teilweise irgendwie von YouTube verwöhnt bin, weil zum Beispiel die meisten Vanlifer, sagt man so, die Leute, die im Van rumfahren, denen ich folge, da gibt es auf jedem Kanal irgendwie ein Video mit, was kostet das alles? Und dann zählen die auch, so viel geben wir für Essen aus, so viel für Reparaturen. Und dann erklären die auch, wie sie sich das verdienen. Also die meisten sind natürlich inzwischen bei YouTube so groß, dass sie da was dazu kriegen. Und dann hat meistens einer von ihnen noch irgendwie so einen Online-Job. Und ich möchte das gerne wissen bei solchen etwas außergewöhnlicheren Leben. Weil es geht für mich weiter mit so Geschichten, also die erzählen dann zum Beispiel, wir haben 2 Millionen Kredit zum Restaurieren dieses Hofes bekommen. Und da frage ich mich aber auch so ein bisschen, würde ich 2 Millionen Euro Kredit von einer Bank bekommen? Ich glaube, mein Bäcker? Ich glaube nämlich nicht, weil mir das keine Bank jemals geben würde, weil die genau wissen, dass ich ihnen das niemals zurückzahlen kann. Es sei denn halt vielleicht, man vermietet den Hof dann, aber davon war, glaube ich, nicht die Rede, dass da irgendwie jetzt ein Airbnb drin ist, sondern die betreiben wirklich den Hof. Wie auch immer, mir haben trotzdem auch hier teilweise so ein paar Fakten gefehlt. Trotzdem fand ich hier in den Geschichten manche wirklich, wirklich beeindruckend. Also zum Beispiel die eine, das ist diese Künstlerin mit diesen, also Möbeln, aber das ist, also wenn ich jetzt Möbel sage, das ist wirklich richtig, richtig schön gemacht. Die hat mehrere Kinder, ich glaube auch Hunde, Plural, und dann auch, ich habe das Buch halt jetzt nicht mehr da, ein Pferd, mehrere Pferde, und die stemmt das alles allein, und da stehe ich dann wirklich schon da und denke so, krass, also manche, also in dem Fall Frauen, sind so richtige Powerhäuser, das finde ich dann schon beeindruckend. Und auch hier muss man natürlich sagen, sehr, sehr schöne Fotos, aber ich glaube, das ist inzwischen bei Bildbänden eigentlich fast schon gang und gäbe. Also das sah wirklich ganz, ganz toll aus und ja, müsst ihr jetzt für euch einschätzen, ob euch eben so diese Frauenbiografien interessieren. Es waren am Ende immerhin auch nochmal so ein paar Links und Verweise und Interviews mit Leuten, also oder zu Seiten, ja, wo man anfangen kann. Das eine wäre eher so Bauer sucht Hof, so ungefähr. Das bin ich ja, das trifft mich auch nicht, aber ich finde, da gab es immerhin mal noch so ein paar Ressourcen, die man anklicken könnte, während das in dem anderen Buch halt komplett gefehlt hat. Das heißt, das hier hat mir ein bisschen besser gefallen. Ja, und das letzte Buch können wir auch wieder kurz fassen. Das war nämlich Im Park der prächtigen Schwestern. Und dazu gibt es eine Einzelrezension, weil mir das Buch sehr, sehr gut gefallen hat und ich da ein bisschen detaillierter darüber sprechen wollte. Das ist von einer argentinischen Autorin und verbindet so ein bisschen magischen Realismus, manchmal sogar sehr pathetische Formulierungen mit sehr krassen und direkten und auch sehr körperlichen Beschreibungen. Es geht hier, also ich würde eigentlich den Begriff Sexworker wählen, aber der kommt im Buch nicht vor, da wird es immer Prostituierte genannt. Verschiedene Prostituierte, von denen fast alle Transfrauen sind. Ich glaube, nur eine ist eine Cis-Frau. Und was passiert, nachdem eine von ihnen ein ausgesetztes Kind mit nach Hause nimmt? Und viel, viel drumherum noch, fand ich irgendwie sprachlich ganz, ganz toll. Und ja, alle anderen Details dann im anderen Video. Jo, das heißt, der Monat war so ein bisschen schwankend, würde ich sagen. Aber immerhin hatten wir am Ende noch einen Höhepunkt. Ich freue mich auf jeden Fall sehr auf Kommentare, obwohl ich so ein bisschen das Gefühl habe, dass ich diesen Monat nicht so viel gelesen habe, was,
Also man kann das sehr, sehr toll kommentieren, meiner Meinung nach, aber es waren jetzt zum Beispiel nicht so die bekannten Romane. Das heißt, ich hoffe, wir tauschen uns in den Kommentaren trotzdem ein bisschen aus. Vielleicht habt ihr ja trotzdem eins von denen irgendwie schon gelesen oder ich habe euch Lust drauf gemacht oder ihr wollt zu einem, was ich kritisiert habe, irgendetwas dalassen. Aber ja, ich freue mich auf den Austausch und danke euch jetzt erstmal fürs Zuschauen und dann hoffe ich, wir sehen uns das nächste Mal.